jetzt ein Video, ein SP-Video, kann ich eine spezielle Person manifestieren? Kann ich einfach Menschen manifestieren? Ja, du kannst. Du tust es sowieso. Du manifestierst jeden Menschen, der dir in deinem Leben begegnet. Das machst du. Neville Goddard sagt, everyone is you pushed out. Was pushe ich out? Ich pushe out all meine Ansichten. Alles, was ich glaube, jeden einzelnen Gedanken, jede einzelne Überzeugung, pushe ich out. Ich mache ein Beispiel. Ich habe Angst vor Zurückweisung. Wenn ich das habe, dann pushe ich das out. Und egal in welcher Beziehung ein Mensch zu mir steht, wird er mir zeigen, dass ich Angst vor Zurückweisung habe. Weil auf irgendeine Art und Weise wird er mich zurückweisen, respektive werde ich mich zurückgewiesen fühlen. Das ist Gesetz. Gesetz der Reflexion. Everyone is me pushed out. Das heißt, ich habe einen Spiegel für mich generiert, der mir zeigt, was ich über mich denke. Und wenn dieser Spiegel, wenn ich da in diesen Spiegel reinschaue und ich sehe einen Menschen, der mich nicht will, der mich zurückweist, der nicht respektvoll ist, der nicht einfühlsam ist, dann habe ich diesen Menschen so angenommen. Gesetz der Annahme. Ich habe es angenommen. Aus welchem Grund auch immer? Das ist völlig egal. Es gibt 100.000 Gründe, die zu meinen Annahmen führen. Und die kann ich immer erklären. Da gibt es immer eine Geschichte dazu. Da gibt es immer ein Erlebnis dazu. Aber Fakt ist, diese Annahme ist aktiv in mir. Und das Einzige, was ich tun kann, ist mich verändern. Und was ich automatisch tue in meinem menschlichen Design, ist, ich versuche, das Außen zu verändern. Ich versuche, in den Spiegel zu schauen und im Spiegel irgendwelche Smiley-Gesichter aufzumalen. Was heißt das? Ich versuche, gut genug zu sein. Ich versuche, Respekt zu ernten. Ich versuche, lieb zu sein. Ich versuche, people to pleasing. Ich versuche, das Richtige zu machen. Ich versuche, das Richtige zu sagen. Und all diese Dinge, all diese Aktionen verhärten nur den Fakt, dass ich jemand bin, der Angst vor Zurückweisung hat, der zurückgewiesen wird. Verstehst du? Das ist diese Reflexion. Ich kann nicht an meinem Spiegel, ich kann nicht an meiner Reflexion arbeiten und versuchen, die zu beeinflussen und versuchen, hier Reaktionen hervorzuholen, weil es klappt nicht. Oder es klappt vielleicht mal kurz und dann kriege ich mal ein Lächeln. Aber in mir bleibt diese Überzeugung, ich bin nicht gut genug. Ich habe Angst, zurückgewiesen zu werden. Ich habe Angst, nicht verstanden zu werden. Ich habe Angst, dass man nicht mich respektiert und so weiter und so fort. Und bis ich dieses in mir nicht geändert habe, werde ich eine Reflexion nach der anderen kreieren, werde ich kriegen, weil es Gesetz ist, der mir immer wieder sagt, was ich über mich glaube. Die einzige Lösung ist, mein Divine Design Selbstkonzept zu erkennen, zu glauben, wirklich zu wissen, ich bin göttlichen Ursprungs, ich habe göttliches Design in mir.
das Design, das ich gerade auslebe, das ist aus meiner menschlichen Herkunft, aus meiner menschlichen Story, als meine Story als Kind, wie ich aufgewachsen bin, bis zu dem Moment, wo ich erwacht bin und erkannt habe, shit, ich bin ja gar nicht meine Geschichte, ich bin ja gar nicht meine Herkunft, ich bin ja gar nicht, ich sage es immer wieder, die Reflexion meiner Mutter, ich bin göttliches Design. Und aus diesem göttlichen Design designe ich die Goddess oder der Gott, wenn du ein Mann bist, die Goddess, die ich bin. Ich bin geliebt, anerkannt, gewollt und natürlich respektiert, weil ich respektiere mein Divine Design, ich respektiere meine Kraft, ich respektiere meine Liebe, ich respektiere meine Power. Und was kommt dann von außen, von jeder Person, auch von deiner speziellen Person, was kommt dann von außen? Du bist respektiert, du bist geliebt, du bist einzigartig, du bist wunderbar, du bist wunderschön. Aber zuerst muss ich wissen, dass ich das wirklich bin, mit einer Selbstsicherheit, mit einer Confidence, die nicht irgendwo aufgesetzt ist von außen oder begründet, sondern die mein Wesen ist, die durch mein Wesen, durch mein Sein, dadurch, dass ich nur hier bin, dadurch, dass ich verkörpert bin, ist mein Divine Design, mein göttliches Design, mein wunderbares Design, mein perfektes Design, mein fehlerloses Design einfach gegeben. Da muss ich nicht stolz drauf sein, das muss ich mir nicht erarbeiten. Ich muss mir nur bewusst sein. Ich brauche dieses göttliche Bewusstsein über mich. Und wenn ich das über mich habe, dann habe ich es über mein ganzes Leben und alle Dinge und Situationen in meinem Leben und eben auch jede spezielle Person in meinem Leben. Und dann bin ich da, wo ich bin, in meiner Kreationspower, in meinem Divine Design, in meinem göttlichen Design. Und dann macht's bam, 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 bam. Und es wird mir immer wieder gezeigt, was ich über mich selber glaube, was ich glaube, wer ich bin. Dadurch ergibt sich auch, was ich glaube, was ich wert bin, was ich verdient habe, was mir zusteht. Alles. Alles. Ich bin unendlicher Wert. Mir steht Unendliches zu, alle unendlichen Potenziale. Ich kann aus allen unendlichen Realitäten auswählen. Und als Mensch wähle ich halt immer aus der limitierten Realität aus. Aber als Divine Design Being wähle ich exaktamente das Höchste, das Schönste, das Größte und das Beste. Und ich weiß, es steht mir zu. Ich weiß, ich nehme es niemandem weg. Ich weiß, die Realität, die ich generiere und kreiere, kommt aus mir und entsteht mit mir durch mich heraus. Ohne mich wäre sie gar nicht möglich. Also kann ich sie auch niemandem wegnehmen, weil es ist meine Realität. Und im Außen passt sich alles, alles dieser Realität, die ich gewählt habe, an. So ist es. Es ist Gesetz der Energie. Es ist Prinzip. Das Prinzip heißt, ich bin. Ich bin. Das sagt alles. Ich bin. Und zwar das, was ich bin. Wer ich bin, das, was ich bin. Ich sage es. Ich bestimme es. Ich befehle, was ich bin. Niemand. Es gibt keine Kraft und Power außerhalb von mir. In diesem Sinne, ja, du manifestierst jede Person. Du sagst jeder Person, was sie für dich ist, wie sie für dich auftritt, wie sie dich sieht, was sie für dich tut, was sie für dich fühlt. Es gibt keinen freien Willen außerhalb von dir. Das ist alles Fake. Selbst wenn du glaubst, jemand
ist so und so gespult oder gepolt und ist einfach immer negativ und immer gegen alles, also auch gegen dich. Wer hat's gesagt? Wer hat's gedacht? Stell dir immer diese eine Frage. Wer hat's gedacht? Die Antwort wird immer einfach sein. Ich hab's gedacht. Und wenn ich's gedacht habe, kann ich's auch anders denken. Und das ist Magie, das ist Zauberpower. Also, mach die Menschen zu dem, was du haben möchtest. Aber mach dich zuerst zu der Person, die du wahrhaftig bist. Und fühle es, sei überzeugt davon. Und dann bist du in deiner Power. Like, teile. Ich möchte, dass jeder Mensch auf dieser Welt versteht, wer er wirklich ist und es in seine absolute Manifestationskraft kommt, sodass wir alle nur noch geilen Scheiß manifestieren und nicht mehr Bullshit. Dazu müssen wir uns trainieren, dazu müssen wir uns informieren und dazu müssen wir teilen, dass es möglich ist. Also vielen Dank und bis bald.